Es geht weiter mit Banishers Ghosts of New Eden. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. So, ich habe hier in der geheimen oder im geheimen Versteck von Lemmy den Fahrstuhl aktiviert. Und jetzt können wir mal schauen, an welchem Lehrerriss er seine Forschung hier durchgeführt hat und ja, was wir da herausfinden. Ob er irgendwas aus der Lehre mitgenommen hat oder ob er irgendwas aus der Lehre in ihn reingegangen ist. Sehr interessant das Ganze. Sein Vater weiß von nichts. Er hat alles alleine nachgeforscht. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück zum Let's Play. Und wenn euch die Folge heute gefallen sollte, dann klickt gerne auf den Like-Button. Dankeschön für die Unterstützung täglich bei diesem Let's Play. Die ganze Sache ist ernster, als wir dachten. Ich habe kein gutes Gefühl. Nicht nur, weil wir unter die Erde gehen. Wir müssen vorsichtig sein. Schließlich wissen wir nicht, was Lemmy hier getrieben hat. Und ja, die Anzeichen lassen keine Hoffnung aufkeimen. Mhm. Vielleicht hat er irgendwas rausgeholt aus der Lehre, was dann dafür verantwortlich war, dass das Brunnen... Weißt du, ich glaube, langsam gefällt mir der Untergrund. Die Dunkelheit, das viele Schwarz, die kühle Brise. Meinst du das ernst? Nein, nicht wirklich. Überhaupt nicht eigentlich. Dass irgendwas da rausgekommen ist, was auch das Brunnenwasser vergiftet hat und so... Wenigstens sind wir hier ein bisschen Sonne, ne? Sonne, was die im Norden in Fort Jericho so sehr vermisst haben. Dieses Licht. Okay, hier ist gar nichts. Doch. Oh. Eine Kiste. Ganz schön tief. Wow. Was hat der denn da rausgezogen? Das Ding ist offen? Hat er den Lehrerriss geöffnet? Nochmal. Noch ein Klagegeist, der als Wächter missbraucht wird. Das ist so wie so eine Säule, wie wir den immer in der Lehre haben. Und der ist aber jetzt hier außerhalb aktiv. Alter Lemmy, das hättest du auch mal wieder zustopfen können. Muss ich hier deinen Scheiß aufräumen? Hier sind hier auch noch Ranken. Okay. Noch ein Fahrstuhl? Ich sag nicht, dass der noch weiter runterführt. Ja, der führt auch noch weiter nach unten. Schau mal, dass ich das hier wegbekomme. Nur zwei Linien. Ja. Das waren diesmal auch nur zwei. Wir müssen mit den Fahrstuhl sowieso runterfahren, weil hier können wir nicht runterspringen. Das ist alles komplett da unten. Okay. Dann schauen wir mal. Bin auf den Story großen Gegner gespannt in diesem Gebiet hier. Im Gebirge hatten wir ja den Puppenspieler, was ein sehr, sehr, sehr eindrucksvoller Bosskampf war, optisch auf jeden Fall. Im Wald die große Geißel, die übergroße Geißel. Und hier muss ja auch irgendwas kommen. Ob das jetzt, also weiß nicht, ob das jetzt schon kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Sind ja noch erst recht neu in dem Gebiet. Klagegeist. Okay, dann müssen wir hier auch, wie in der Lehre, diese Dinger hier wegmachen. Mit jedem zerstörten Totem wird er mächtiger. Ja. Da ist ein Spalt.
Hey! Ich muss die Dinger ja auch erstmal finden, Mann. Kann ich im Kampf nicht öffnen, da ist auf jeden Fall eine Kiste zum Einsammeln. Vernichten wir dieses Monstrum endlich. Das war widerlich. Wenn das alles vorbei ist, gehe ich vielleicht in den Ruhestand. Dir würde das doch fehlen. Das weißt du. Red, schau dir das an. Gleich. Hier kann man ja, kann ich mir auch noch was anschauen. Und da, überall. Hier gibt es nur noch Sachen zum Anschauen. Notizen zum Ritual einer Sekte. Wiederbelebungsritual. Erster Versuch, 22. Dezember. Erfolg. Der Effekt hat nur wenige Minuten angehalten. Das Huhn hat viel länger durchgehalten als das Schwein. Liegt das an seiner geringeren Größe, sodass es weniger Essenz benötigt? Der Kadaver war wohl zu groß. Das Ritual hat überhaupt keinen Effekt. Okay. Auch da schon Rituale der Wiederbelebung. Gut machen. Risse züchten. Die kann man züchten? Naja, doch, haben die Hexen ja auch gemacht, ne? Der Überlieferung nach darf die Leere nur von Toten betreten werden und niemand soll ihr entkommen. Aber die Tafeln des Musaios beweisen, dass es Risse für die mutigen Suchenden gibt, in den brennenden oder gefrorenen Wüsten der Welt durch die vielen Wunden der Erde an gottlosen oder vergessenen Grabstätten. Nur durch Rituale und mit viel Mut können solche Risse geöffnet werden. Der Suchende muss für die Erforschung der Leere die Wächter dieser Tore umgehen oder sich ihnen stellen. Diese versklavten Wächter, die in der alten Sprache Peto, Torwächter, genannt werden, sind unersättliche Wächter. Da sie ihre Aufgabe bis in alle Ewigkeit erfüllen, nehmen sie unzählige glorreiche Gestalten an. Dazu zählen auch die abscheulichen Klagegeister, verzerrt und entstellt durch ihre gottlose Neugier. In den Kapiteln der Kakasoa, besonders im 3. und 5. heißt es auch, dass viele Tore in das Reich eines einzigen Petu führen können, ganz gleich auf welchen Weg. Der wahre Suchende kann solche Risse gar enthüllen oder züchten. Dies ist die exakte Übersetzung des Ausdrucks, der laut Mutter Shipton in den ursprünglichen Kapiteln zu finden ist. Interessant, man kann also auch solche Dinger züchten. Gut, dass wir aber bisher nie so wirklich... Wir müssen auf die Wächter treffen, wenn wir wieder raus wollen. Rein in die Leere kommen wir ja immer ganz gut so. Aber wenn wir wieder raus wollen, dann müssen wir auch gegen den Klagegeist antreten. Das sind halt diese Säulen dann. Und dann kommen wir danach ja wieder raus. Nur beim Reingehen hat uns bisher noch niemand dran gehindert. Tote Tiere. Schon wieder. Aber andere Symbole, andere Magie. Sie wurden anscheinend als Köder verwendet. Konnte er sich so am Klagegeist vorbeischleichen? Vielleicht. Durch den Riss gehen. Okay, ich muss den Riss benutzen. Aber hier hinten war doch noch der eine Spalt. Hier, da war ich noch nicht drin. Und dann geht's für uns mal wieder in die Leere. Okay, was ist denn das für ein Schleier? Seht ihr das? Das hier? Sieht ja komisch aus. Doch.
Das Lebendreich ist hier nicht greifbar. Spektralnetze versperren den Weg. Aha. Das ist so ein Spektralnetz, wie wir das auf der Hexeninsel gesehen haben. Da komme ich ja halt noch gar nicht rein. Ich kann es nicht entfernen. Es gleitet mir durch die Finger. Dann muss ich also hier später nochmal zurückkehren irgendwann. Damit ich das hier auch öffnen kann. Das ist die letzten Sachen hier auf der Hexeninsel. Da oben, da ist ja auch so ein Teil Spektralnetz und das habe ich noch nicht gelernt. Aber was ich gelernt habe, ist in die Leere zu gehen. So, hier sind wir nun. Ja, schon wieder. Dann treten wir jetzt wohl in die Leere ein. Das tun wir wohl. Mal wieder. Leere wandeln. Okay. Dunkle Rituale, ein leeres, etwas Unheimliches, das in der Luft liegt. Da kann Lemmy ja nicht weit sein. Stufe 22 erreicht. Das Tintenfass. Okay. Zerstöre die Geisterschutzvorrichtungen, wenn du mich wieder an deiner Seite haben willst. Geisterschutz schon wieder? In der Leere? Ah ja, das hat er aufgestellt, ne? Damit er sich hier bewegen kann. Dämonologen testen die Grenzen ihres Wissens wirklich gern aus, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Das macht sie lediglich menschlich. Findest du? Es ist furchtbar ruhig. Warum ist es so furchtbar ruhig? Danke. Jederzeit. Warum es furchtbar ruhig ist? Weil die überall Geisterschutzdinger rumstehen, in der Leere. Im Geisterreich schützt man sich dann vor Geistern. So krass, ey. In deren Heimat stellt man aber die Schutzdinger auf. Ich bin wieder bei dir. Lamentation suchen, der ist ja also auch noch hier drin. Komische Geräusche. Aber noch keine Kämpfe bisher. Schämen. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Bleib unten. Wie unten? Da ist doch irgendwie was Verfluchtes. Hier, bedien dich! Baller die einfach weg. Zu mir! Noch mehr Tiere und sowas. Ah, das leuchtet nur. Ich kann das gar nicht anklicken. Ich dachte, das wäre wieder so ein verfluchtes Objekt. Was ja auch immer diese Farbe hat. Die greifen die Dinger an. Okay. Die sind da gefangen. Ich kann die gar nicht. Also da kann ich. An den kann ich nicht hinschießen. Und den da? Auch nicht. Vorsicht jetzt. Interessant. Der versucht ja an die Dinger zu binden. Sieht so aus, als hätte er damit Erfolg. Bis er an einen stärkeren Geist kommt, der das nicht mit sich machen lässt. Wir sind hier zwei Wege. Einmal darüber und hier rein.
Okay, das sieht aus wie ein Lagerraum. Gruseliges Versteck. Die Brut des Gouverneurs hat ein Flair fürs Dramatische. Mhm. Eine von Hand gezeichnete Karte der Eggen mit dem Initialen ER. Darauf zwei Orte wurden eingekreist. Die verlassene Mühle und der Gottesacker. Der Schleier zwischen der Leere und der Lebenden scheint an diesen beiden Orten besonders dünn zu sein. Ein Riss. Am Todesacker gibt es einen Riss. Der Kadaver ist anders. Ist wohl an einer Krankheit gestorben. Okay. Oh, das vergiftete Wasser im Brunnen. Wir sollten uns noch einmal umsehen. Geistererscheinungen können mit Hilfe von verschiedenen bekannten Ritualen kontrolliert werden oder zumindest in die richtige Richtung gesteuert werden. Diese müssen mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um die Kontrolle nicht zu verlieren, was ansonsten katastrophale Folgen haben könnte. Eine unleserliche Gleichung. Mhm. Das ist wirklich dunkle, falsche Magie. Sie ist verboten. Ich hab's gelesen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Das hier blubbert so, diese Masse. Widerlich. Was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Leere. Lamentation! Überraschung! So, ihr könnt mich also sehen. Ihr steckt doch voller Überraschungen, mein junger Master. Ihr müsst reden. Der Geist einer Verbannerin? Wahnsinn! Wie in Gottes Namen habt ihr mich gefunden? Ach, egal. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich hatte schon befürchtet, hier alt zu werden. Hier alt zu werden? Er kommt nicht mehr raus? Ihr versteckt euch in der Leere oder sitzt ihr hier fest? Stecktet ihr hier fest? Im Aralu. Eigentlich war ich auf der Suche nach der Quelle des Gifts. Ich habe mein Können vielleicht etwas überschätzt, aber wenn man schon irgendwo feststeckt, dann doch lieber an so einem großartigen Ort wie diesem, nicht? Verratet mir doch, wie ihr an dem Wächter unter der Mühle vorbeigekommen seid. Habt ihr eine Attrappe verwendet? Wir haben gegen ihn gekämpft. Wechselt nicht das Thema. Ihr habt ihn bekämpft, aber natürlich. Gute Sache. Ich hatte befürchtet, er hätte mich nun durchschaut. Oh, aber ich habe so viele Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Junge. Außerdem stellen wir hier die Fragen. Oh, natürlich. Okay, über Caleb Watson fragen. Wir müssen uns über Caleb Watson unterhalten. Warum zum Teufel habt ihr ihm ein Wiederbelebungsritual gegeben? Ruths Tod hat den armen Caleb schwer mitgenommen. Er war so einsam und da habe ich ihn oft in seiner Werkstatt besucht. Wir haben viel geredet. Er interessierte sich sehr für meine Arbeit und konnte gut zuhören. Als er erfuhr, dass man sie zurückbringen könnte, hatte er nur eine Frage. Wie? Okay. Ihr habt seine Trauer ausgenutzt, um eure eigenen Forschungen auch voranzubringen. Ihr habt seine Trauer als Gelegenheit missbraucht, die Effekte der einfachen Wiedergeburt zu studieren. Oh, ihr kennt das Ritual ebenfalls. Es ist wirklich unglaublich, nicht wahr? Ich habe mich damit befasst, mit dem wahren Ritual, nicht mit der vermurksten Version, die ihr Caleb gegeben habt. Ihr habt recht und es tut mir leid. Ich fand es in einer Ausgabe von De Occulta Philosophia von Cornelius Agrippa von Nettesheim. Überragendes Buch. Ich habe schon einige illustre Okkultisten getroffen und keiner besaß eine authentische Kopie des Agrippa. Bei der Übersetzung oder beim Druck gehen oft Nuancen verloren. Ich wage zu bezweifeln, dass eure Ausgabe da anders ist. Natürlich! Die Macht liegt in den Worten und meine waren falsch. Deshalb hat es nicht funktioniert. Wie faszinierend. Okay, ihr müsst diesen Weg verlassen, weil sonst kommt es vielleicht noch zu einer Katastrophe oder so. Ihr verwechselt Torheit mit Kühnheit. So dürft ihr nicht weitermachen. Das Ansammeln von Wissen kann doch sicherlich keine Sünde sein.
Werdet ihr das auch noch sagen, wenn Pennington euch der Hexerei bezichtigt? Ihr dürft nicht vergessen, was Deborah widerfahren ist. Miss Comenius. Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an sie. Euer Vater gab uns auf, dies alles zu untersuchen. Wir müssen das Mysterium aufklären. So oder so. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam, auf was ihr hinaus wollt. Ich könnte also ein klitzekleines bisschen in Gefahr schweben. Ein klitzekleines bisschen? Wieso wird hier Pennington erwähnt, der schon lange tot ist? Okay. Wer seid ihr wirklich? Ihr seht Geister. Ihr schlendert durch die Leere, als wäre sie euer Garten. Ihr kennt verbotene Rituale und gebt sie weiter. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Lamy Haskell, ein Mann vieler Wissenschaften. Ich strebe, so könnte man sagen, nach der ultimativen Wahrheit. Das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Was sind die Säulen des Universums? Was regiert unsere Existenz? Verändern wir als Okkultisten die Welt oder kratzen wir nur an der Oberfläche? Jede neue Disziplin enthüllt eine weitere Schicht der Realität. Ich bin noch am Anfang, aber sieh schon, wie weit ich gekommen bin. Erstaunlich, oder? Okay, ihr seid also ein Dämonologe. Das haben wir ja rausgehört schon, ja. Aber wer hat euch gelehrt? Das war ja dieser andere Typ. Ihr habt den Leeres unter der Mühle nicht zufällig gefunden. Ihr hattet Hilfe. Wer hat euch geholfen? Ich habe Nachforschung angestellt. Plötzlich hat es euch die Sprache verschlagen. Ich möchte jene, die nicht anwesend sind, lieber nicht in die Sache reinziehen. Diskretion, ihr versteht sicher. Na, wir haben doch alles darüber gelesen gerade. Also der kann das doch nicht mehr vor uns verheimlichen. Euer Vater geht wegen dieser ganzen Sache auf Hexenjagd und vielleicht stirbt dann wieder eine unschuldige Frau. Euer Vater ist überzeugt, eine Hexe habe den Brunnen vergiftet. Caleb Watson wurde durch eines eurer Rituale verflucht. Konzentriert euch besser. Wir müssen dem Teufel mit seiner eigenen Masche trotzen. Das ist das reinste aller Werke Gottes, pflegte mein Vater immer zu sagen. Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass euer Vater so etwas sagt. Mit 10 kam ich zum ersten Mal mit Dämonologie in Kontakt. Er sah mich als seinen Erben an. Aber dann auf einmal waren die Bücher für mich verboten. Also stahl ich sie. Die gleichen Bücher, die ich als Junge stets lesen musste. Im Gegensatz zu ihm verstehe ich sie. Ich habe nichts Falsches getan, außer dass ich sie klaute. Natürlich. Reden wir mal über das Studium. Ihr habt Dämonologie studiert. Ganz ohne Hilfe? Ich gebe zu, als mein Vater mir meine Studien verbat, widersetzte ich mich ihm und machte heimlich weiter. Die dicken Bücher waren langweilig, bis sie verboten waren. Plötzlich konnte ich nicht genug von ihrem geheimen Wissen aufsaugen. Seltsam, nicht? Vor kurzem dann zeigte mir ein guter Freund meines Vaters, dass ich bis dahin lediglich an der Oberfläche gekratzt hatte. Ja, von dem guten Freund haben wir schon gehört, ja. Er hat euch also im Geheimen gelehrt. Er hat euch im Geheimen gelehrt? Wenn er zu Besuch war, ging ich ihm manchmal bei seinen Nachforschungen für seine Bücher zur Hand. Als der Fluch uns erwischte, floh er zusammen mit Thixken Newsmith und ließ sein gesamtes Werk zurück. Ich hoffe, er hat es geschafft. Eines Tages würde ich ihm zu gerne zeigen, wie weit ich es dank seiner Werke gebracht habe. Bei Thixken haben wir ihn nicht angetroffen. Nee, der war nicht im Lager der Jäger. Was macht ihr denn jetzt hier? Er wollte den Ursprung des Giftes herausfinden, ne? Es erweckt den Anschein, als würdet ihr knietief in euren Forschungen stecken. Was genau macht ihr hier? Ich suche natürlich nach dem Ursprung für den Fluch, der auf den Harrows lastet. Und ich habe auch schon eine Theorie dazu. Natürlich habt ihr das. Sprecht. Zuerst dachte ich, das Wasser wäre vergiftet worden. Aber mein Vater hat den Brunnen versiegelt und die Leute wurden trotzdem weiter krank. Sie haben nach Hexenwerk gesucht, zwar ein närrischer Aberglaube der ungebildeten Massen, und doch ist ein Hauch Wahrheit daran. Seht ihr, das Aralu verdirbt New Eden. Sein Einfluss reicht bis in die Harrows. Die Beweise dafür sind überall zu sehen. Okay, fragen wir mal über die Lehre. Meint ihr mit Aralu die Lehre? Keiner der Namen wird diesem Ort gerecht. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Das Aralu, Mr. McGrath,
besteht aus dem Stoff, aus dem unsere ältesten Mythen sind. Ist das nicht unglaublich? Wie man es sieht, ne? Okay. Könnt ihr es beweisen? Wie könnt ihr euch sicher sein, dass die Leere die Region verdorben hat? In New Eden ist die Schwelle zwischen unserer Ebene und dieser dünn. Selbst ich, ein Novize, kann das Grenzgebiet erreichen und noch weitergehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht das erste Mal ist. Vor einigen Jahren wurde New Eden schon einmal von einer Epidemie heimgesucht. Stimmt. Das hat man uns in Fort Jericho erzählt. Ich glaube, die erste Epidemie war ein Ergebnis der relativ großen Durchlässigkeit der Grenze zwischen New Eden und dem Aralur. Aber während sich damals das Fleisch entzündete, werden heute Gedanken und Geist korrumpiert. Und ich glaube, ich habe die Quelle gefunden. Es gibt eine Substanz, einen merkwürdigen Schleim. Er ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich halte ihn für die wahre Quelle des Gifts in den Harrows. Er hat einen ganz eigenen Gestank. Wenn ich ihn rieche, vernebelt er zunächst meine Gedanken. Dann verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. Okay, ja, der fließt hinter dir gerade. Den haben wir gesehen. Okay. Was weiß er denn sonst noch über die Quelle? Was hofft ihr, an der Quelle des Schleims zu finden? Ein Heilmittel. Der Schleim sickert in unsere Welt und macht uns krank. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Leider kann ich die Quelle nicht erreichen. Das Aralu ist ein imposanter Ort. Komplex. Ein Irrgarten, der sich ständig verändert, sich neu formiert. Dieser Isthmus zum Beispiel. Der Schleim trat aus einem Riss im Boden aus, aber das Terrain formte sich neu. Und nun komme ich dort nicht mehr hin. Okay. Vielleicht finden wir einen Weg hindurch und können einen Blick auf diese sogenannte Quelle werfen. Das würdet ihr? Das wäre wunderbar. Würde es euch etwas ausmachen, Notizen zu machen? Nee, machen wir. Okay, wir müssen die Quelle suchen. Dann sehen wir uns diesen Schleim mal genauer an. Nachdem dieser Klagegeist nun fort ist, kann auch ich fortgehen. Ja. Bitte gebt auf euch Acht. Mein Zuhause steht euch immer offen. Wenn ihr irgendwas braucht, bedient euch. Okay. Das Aralu ist nicht euer Zuhause, Lemmy. Trotzdem, danke. Er nennt es sein Zuhause, ey. Okay. Entschuldigt meinen morbiden Enthusiasmus, Fräulein Duarte. Aber dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was möchtet ihr wissen? Müsst ihr noch essen? Spürt ihr Hunger? Tut mir leid, es ist nur, ihr seid der erste Geist, den ich getroffen habe. Also persönlich, meine ich. Ich esse nichts. Nicht so, wie ihr das tut. Ich verspüre Hunger, aber ebenfalls nicht so wie ihr. Faszinierend. Und könnt ihr Dinge berühren? Riechen? Sehen Farben noch so aus, wie ihr sie kanntet? Meine Sinne haben sich verändert. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Ich kann sehen, manchmal auch berühren. Ich rieche nichts. Laut Red, ein Segen. Wie nehmt ihr auf dieser Ebene Form an? Fühlt ihr euch an sie gefesselt oder seid ihr aus freien Stücken hier? Es ist, als würde ich mich an ein Seil klammern und hoch über einem Abgrund baumeln. Selbst wenn ich loslassen wollte, könnte ich es nicht. Aha. Wie sieht es mit euren Verbannerfertigkeiten aus? Könnt ihr sie einsetzen? Funktioniert eure Ausrüstung noch? Schadet sie euch als Geist nicht? Die Male an meinen Händen und die Ringe an meinen Fingern sind nicht wirklich da. Für mich sind sie nichts weiter als eine Erinnerung. Könnt ihr mit jedem Geist reden, wenn ihr es wünscht? Nein. Ich kann Spuren ihrer Anwesenheit ausmachen. Um reden zu können, muss ich einen Prozess anwenden. Und doch kann ich mit euch reden. Wundersam. Die Toten sind selten so wortgewandt oder so entgegenkommt. Meistens sind sie sogar ziemlich rüde. Ich denke, wir sollten los. Vielleicht ein anderes Mal wieder? Aber wir haben doch gerade erst an der Oberfläche der großen Mysterien gekratzt. Seht euch doch um. Wir stehen hier jenseits der letzten Grenze. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich sagen, jawohl, Fräulein Duarte. War aber interessant, den beiden zuzuhören. Da hat Antea echt mal viel preisgegeben gerade, wie es bei ihr so aussieht. Okay, die Quelle des Schleims müssen wir also finden.
Meistens ist die Quelle des Schleims doch Vigo, oder? Der Penner der Karpaten. Irgendwo. Okay, Leute. Ich mache in der nächsten Episode weiter. Dann schaue ich mich hier in der Leere um. Gucken wir mal, wo die Quelle ist. Ich gehe auch kurz mal da raus. Da, man kann ja hinten noch lang gehen. Plus noch da rein. Ich weiß halt nicht, was der Weg ist. Laut Kompass sollte das hier der Weg sein. Dann müsste ich aber hier gucken, was hier draußen noch war. Also Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, klickt gerne auf den Like-Button und dann auf jeden Fall in der nächsten Folge einschalten, wenn wir die Quelle des Schleims suchen. Also bis zur nächsten Folge von Bandishers. Haut rein, ciao, ciao.